Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute steht der Polizei-Fitness-Test an, den ich heute absolvieren möchte. Jetzt lese ich euch erstmal die Disziplin vor. Also, als erstes müssen wir über eine Kleinbank springen, 30 Sekunden lang und so viele Sprünge, wie wir schaffen. Die werden natürlich dann gewertet als Note. Dann zweitens Bankdrücken, drittens der Pendellauf und viertens ein Cooper-Test, also ein 12 Minuten Ausdauerlauf. Da wir die Ausstattung fürs Bankdrücken leider nicht haben, werden wir auf den sächsischen Fitness-Test zurückgreifen und da werden nämlich Liegestützen gefordert und die werden wir dann eben statt dem Bankdrücken machen. Allgemein muss man sagen, jedes Bundesland hat einen eigenen Polizei-Fitness-Test. In Thüringen und Niedersachsen wird zum Beispiel einfach nur ein Ausdauerlauf bzw. ein Cooper-Test gefordert. Und das wäre ein bisschen langweilig, deswegen haben wir den bayerischen genommen. Das interessiert uns auch am meisten, weil wir hier wohnen. Und ja, deswegen werde ich den heute mal durchziehen. Leute, wenn euch solche Videos gefallen, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir legen jetzt direkt los. Okay, wir sind jetzt bei unserer ersten Disziplin. Wir springen jetzt über diesen Kasten drüber. Das heißt, dass der Kasten 31 cm hoch sein muss. Wir können hier mal kurz nachmessen. Wir haben jetzt hier, Moment, wir haben jetzt hier ungefähr 29 und breit ist es ungefähr auch 30. Also da fehlen uns 4 cm. Also wir haben fast die Größe. Aber ja, ich denke, das passt auch so. So, die Mindestanforderungen sind 37 Sprünge mindestens um die Note 6 zu erreichen in 30 Sekunden und 54 Sprünge um die Note 1 zu erreichen. Das ist richtig heftig, finde ich, gerade wenn man das so hört. Schauen wir mal, wie viel ich schaffe. Ich peile natürlich die 1 an. Okay, ich bin startklar, ich habe mich ein bisschen aufgewärmt. Ich wollte noch mal was dazu sagen. Man darf, wenn man drüber hüpft, einen Doppelsprung machen. Also so. Wurde extra zugeschrieben, aber es kostet natürlich auch viel mehr Zeit. Ich bin jetzt schon ziemlich aufgeregt. Wir legen jetzt los. 30 Sekunden hüpfen. Los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. 1, 0. So, ich habe gleich mal das Ergebnis nachgeschaut. 47 ist eine mittelmäßige 3. Schlechter als erwartet. Hätte ich nicht gedacht. Wer schafft bitte 54? Also das ist wirklich heftig. Einfach nur wirklich heftig. Ich habe 47 jetzt gerade geschafft. Ja, wir machen jetzt gleich mit der zweiten Übung weiter. So, jetzt kommen wir zum Pendellauf. Dabei stehen jetzt zwei Kästen, übrigens wieder genauso hoch, exakt 10 Meter auseinander. Mache ich jetzt mal schnell. So, wir sind bei 5 Metern erst. So, jetzt sind wir hier bei 10 Metern. Und hier kommt dann der zweite Kasten hin. Genau auf die 10 Meter. Und dann müssen wir jetzt die ganze Strecke viermal hin und zurück rennen. Und wir legen hier hinten die zwei Handschuhe hin, dann nehmen wir immer einen, rennen bis zum anderen Kasten, müssen wir komplett drüber hüpfen, ohne den Kasten zu berühren, legen den einen Handschuh hin, nehmen den anderen, bringen ihn hier wieder hin, nehmen wieder den anderen und das die ganze Zeit, viermal hin und her. Jetzt zeige ich nochmal kurz die Punkteverteilung, die interessiert euch bestimmt auch. Man braucht mindestens 29,6 Sekunden hin und zurück für die Note 6 und 24,9 Sekunden für die Note 1. Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht von der ersten Leistung, deswegen muss ich da unbedingt jetzt auf jeden Fall die Note 1 holen, damit ich jetzt alles wieder ein bisschen ausgleichen kann. Auf die Plätze! Fertig! Los! Stopp! 28,38. Ist keine 1. Aber auf der Internetseite steht extra, für diesen Lauf hat man zwei Versuche. Also gleich kommt mein zweiter, ich ruhe mich kurz aus. Versuch Nummer zwei. Auf die Plätze. Fertig, los. Nee.
24,75. Nein. Jawohl. Jetzt kommen wir zur Disziplin, vor der ich am meisten Angst hatte, nämlich die Liegestütze. Da heißt es eben, dass man nicht weiter als 80 cm mit seinen Händen außen sein darf. Und man muss immer mit dem Kinn eine Unterlage berühren, die maximal 5 cm hoch ist. Die haben wir jetzt hier nochmal mit den Handschuhen und Mützen dargestellt. Genau. Und man muss mindestens 15 Liegestütze schaffen und maximal 35. Also man darf auch mehr machen. Aber man sollte mindestens für die 1 zumindest 35 Liegestütze schaffen. Und eine Sache ist noch wichtig, man darf natürlich nicht ablegen und man darf maximal 5 Sekunden Pause machen zwischen zwei Liegestütze. Aber man muss natürlich komplett durchgestreckt sein oben und ansonsten unten, wie gesagt, das Kinn berühren. Genau. Okay. Mal schauen, wie viel es werden. Los geht's. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time. Before I'm over the climb and moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Yeah. Sieht nicht mehr gut aus. Oh weia, oh weia, oh weia. Aber das war mir schon klar, ich habe wenig Kraft in den Oberarmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es waren, schauen wir gleich mal nach, aber ich glaube ein bisschen was über 20, gell? Ich habe überhaupt nicht mitgezählt. Oh Mann. Naja. So, ich habe jetzt 26 Liegestützen geschafft. Das ist jetzt nicht ganz das Beste, ne? Leider gibt es keine Tabelle, also keine Notentabelle in Sachsen. Deswegen können wir es eigentlich nur so abschätzen, was das für eine Note wäre. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so eine 3 bis 4 wäre. Ja, wow. Aber dafür kommt jetzt meine beste Disziplin, nämlich der Cooper-Test, also der 12 Minuten Ausdauerlauf. Und da schauen wir mal, wie weit ich jetzt komme. Wir haben hier das GPS-Gerät, da messe ich natürlich die Zeit und die Kilometer. Auf die Plätze. Fertig. So. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone, and you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose, run, roll, here I go, all these people wanna know what you think of them lately, do you really love me, or do you really hate me, on a scale of 1 to 10, what would you grade me, all this social media has got me going crazy, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Hörst du dich noch? Ja. Ah. Ei, ei, ei. Und wie viel haben wir? 3,11. 12 Minuten, 3,11 Kilometer. Das wird immer abgerundet. Das heißt, ich habe 3100 Meter in 12 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit 15,54. Passt. So, der Ausdauerlauf ist jetzt auch beendet. Ich habe die Note 1 bekommen. Man hätte gebraucht 2199 Meter für die Note 6 und 2900 Meter für die Note 1. Und ich habe ja über 3 Kilometer sogar gehabt, deswegen habe ich deutlich die Note 1 erreicht. Das war aber auch nötig, weil ich habe jetzt zweimal die Note 3, zweimal die Note 1. Die müssen wir jetzt alle zusammen addieren, insgesamt also 8. Dann wird alles durch 4 geteilt und dann kommen wir auf einen Notendurchschnitt von 2,0. Das ist also meine Durchschnittsnote beim Polizeitest. Ja, und mir hat es eigentlich mega viel Spaß gemacht bei dem Springen am Anfang. Das war ziemlich krass, finde ich, dass ich da auch keine bessere Note hatte. Da hatte ich nur die Note 3. Das hat mich ein bisschen verwundert. Aber in Liegestützen war es schon von Anfang an klar, dass ich da jetzt nicht so der krasseste Typ bin.
Naja, trotzdem hat es mega viel Spaß gemacht. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert den Kanal. Hier könnt ihr jetzt auch die Kipchoge Challenge sehen und die 30 Tage Laufen Challenge. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.